Cut! Ja, was ich mir natürlich noch notiert habe hier bei deinen Ausführungen, was ich sehr interessant fand, war, dass Anforderungen auch, sagen wir mal, generell schon vorhanden waren, schon im ersten Call. Das ist ja auch das, was letztendlich den Abschluss sehr stark beschleunigt. Ich kenne es ja von Großprojekten, also zum Beispiel nur mal ein Beispiel aus den letzten Jahren. Ich hatte als Kunden einen großen Dienstleister mit 1500 Mitarbeitern, ja, VW-Tochter, und dann habe ich für die ein Lead an Land gezogen, also ein potenzielles Projekt, und das war auch alles super, waren dann auch in der Endausscheidung, und da ging es um CRM-Einführung, Gesamtwert von 500.000 Euro, und allein die Anforderungserstellung, ja, die irgendwie 3 Monate war die geplant, diese zu erstellen, intern, ja, das Zusammentragen der Spezifikationen sämtlicher Standorte im Ausland von China bis Indien und so weiter. Und insgesamt hat es, glaube ich, 1,5 Jahre gedauert. Also das ist kein Scherz. Ja. Ich habe mit denen dann nochmal telefoniert, ein Jahr später oder sowas, weil ich habe ja viel zu tun. Und wir begeben ja jetzt so mal in unserem operativen Lead-Gen, Demand-Gen-Geschäft bei Kleinmarketing, das dann letztendlich auch unseren Kunden und deren Vertrieblern dann und so weiter. Und da habe ich mich dann nochmal erkundigt nach einem Jahr später, und da waren die immer noch gerade so dabei, irgendwie die Anforderungskatalog oder das Pflichtenheft oder wie man das halt so nennt, ja, fertig zu erstellen. Und ich habe mir dann schon gedacht, naja, wie ist es dann mit der agilen Entwicklung oder so bei denen, wenn die jetzt 1,5 Jahre da investiert haben? Es ist halt ein großes Projekt, schon klar. Ne? Da gibt es viele Fachabteilungen, also wirklich in Dutzenden, ja, unterschiedlichster Nationen mit unterschiedlichsten Regularien, Vorschriften, lokalen Buchhaltungssystemen oder Anbindungssystemen oder auch vertrieblich unterschiedliche Mehrwertsteuer, was es da alles nicht gibt. Ne? Das ist also hochkomplex. Also das ist, ansonsten wäre es auch kein Millionenprojekt geworden dann am Ende. Aber letztendlich kann es doch passieren, dass letztendlich die Hälfte der Anforderungen dann schon nicht mehr aktuell sind, wenn man jetzt 1,5 Jahre braucht, die zu erstellen. Wie hast du es hinbekommen, da innerhalb von einer Woche, oder wie hat es der Kunde bekommen? Wie war das dann mit den Anforderungen? Wie kam das, dass das einfach so schnell klar war? Oder hast du den auch ein bisschen erzogen, dass du sagst, hey, wir haben sowieso alles agil. Ja, lass uns mal mit den anderen Anforderungen da ein bisschen das Ganze dynamisch gestalten. Oder wie war das bei dir? Ja, also wir sind es agil angegangen. Kurz, was du sagst, dass so 1,5 Jahre an den Anforderungen rumgedoktert wird. Da muss man sich halt echt denken, wie lange dauert dann das Projekt? Das heißt, dann hat eine Anforderung vom Zeitpunkt, wo sie erfasst worden ist, plus 1,5 Jahre, bis es dann mal in die Entwicklung geht, plus 5 Jahre Entwicklung, ist eine Anforderung 10 Jahre alt, wenn sie dann irgendwann mal rausgeht. Das sind dann so Projekte, das ist aber auch, das ist dann nicht so ganz unser Spezialgebiet, sage ich mal. Wo es dann, ja, also sehr, sehr stark in einen sehr großen Bereich reingeht. Unsere Stärke ist mehr, eine agile Entwicklung, schnell einen MVP zu schaffen oder schnell einen Prototypen zu bauen und von dort aus dann die Software zu erweitern und auf die unterschiedlichen Fälle anzupassen. Weil, also es wäre mal echt interessant, wenn du den das nächste Mal anrufst, ob das Projekt so geklappt hat und auch was das Projektvolumen war. Also ich glaube jetzt 500.000 war jetzt nicht das Projektvolumen, sondern das war ja dann, das war ja praktisch so vielleicht das Volumen, um die Anforderungen einzusammeln. Also wenn man dann mal die Manpower runterrechnet. Also ja, im Ernst, das ist dann nicht so ganz unser Arbeitsmodus. Muss sagen, aber wir hatten, oder ich hatte in der Vergangenheit auch schon ein Projekt, das war auch so im 7-stelligen Bereich, das haben wir auch agil gemacht, mit so einem ähnlichen Ding, was du gemeint hast, wo aus unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Niederlassungen halt unterschiedliche Anforderungen kamen. Das haben wir aber auch auf die agile Methode recht gut bewerkstelligt. Da gab es dann natürlich so gewisse Priorisierungen, dann wurde halt jetzt die Anforderungen von jedem einzelnen Niederlassung halt nicht gleichgewichtet berücksichtigt, sondern da gab es halt dann bestimmte Prioritäten. Funktioniert hat es aber trotzdem eigentlich ganz gut. Und wenn du die Software an sich so erweiterbar baust, dann würde ich fast vermuten, dass es mal abgesehen von wirklichen ganz großen Klopperprojekten, die dann aber eben für uns jetzt auch nicht wirklich interessant sind, in 80-90% der Fälle das auch ein Ansatz ist, der wirklich zielführend ist.
Also man muss sich halt auch mal überlegen, was man in den anderthalb Jahren, die es gebraucht hat, um diese Anforderungen zu sammeln, schon alles an Software hätte entstehen können. Und da vielleicht, wenn man sie richtig baut, die Software, wenn dann eine Anforderung kommt, die halt so vor. Erstens mal sollte der Entwickler beim Entwickeln der Software auch mitdenken, also sich so ein bisschen in den Benutzer hineinversetzen können. Das hat halt dann auch bestimmte Herausforderungen. Und zweitens sollte die Software, das heißt, viele von den Anforderungen sollten schon einfach mal auch erfüllt sein, ohne dass sie explizit niedergeschrieben sind. Und zweitens sollte die Software auch so gebaut sein, wenn dann eine Anforderung kommt, die sich ja irgendwie in dieses Schema auch einigermaßen einfügen muss, weil sie ja auch schon so gelebt wird, sollte die Software auch so änderbar sein, dass das dann auch machbar ist. Und ich weiß nicht mal, es gab ja mal diese Gerücht von irgendeiner Software im Bereich von Behörden. Ich glaube, da ließ sich dann der Name nicht mehr ändern oder so. Das war ein Riesenproblem, dass sich dann nachträglich der Name nicht mehr anpassen ließ, wenn jemand geheiratet hat oder sowas. Da musste dann praktisch die komplette Akte irgendwie neu angelegt werden. Sowas darf halt nicht passieren. Aber ja, passiert halt, da muss man sich halt schauen, mit wem man da zusammenarbeitet, weil trübe Tassen gibt es überall. Keine Ahnung, beim Finanzamt Geschlechtsumwandlung, wer ist die Frau, wer ist die Mann, lässt sich nicht mehr ändern, ist ein Problem. Ne? Dann der Punkt noch, wo du erwähnt hast, wo ich nochmal ganz gerne rausgreifen wollen würde, ist Zuhören mehr als reden. 80-20-Regel, diejenigen von euch, die jetzt zuschauen noch und sich schon mal mit Kundenakquise und Vertrieb und Verkaufen und so weiter erkundigt haben, ein bisschen näher mit beschäftigt haben, die wissen ja, die 80-20-Regel gilt auch da, ne? Also besonders in der Akquise. Also nochmal, Akquise ist Teil des Vertriebsprozesses ganz am Anfang, ist aber jetzt nicht der Verkauf-Pitch-Phase. Ne? In der Pitch-Phase, klar, musst du irgendwas sagen, ansonsten verkaufst du nichts wahrscheinlich, nur vom Zuhören oder Stumm sein, aber wir sind noch ganz am Anfang in der Akquise. Und letztendlich gab es da überhaupt Einwände? Wenn ja, welche? Ja, also mal ganz ein bisschen konkret reinbohren, das interessiert jetzt wahrscheinlich genau die Audience, da wird fleißig geschaut und geklickt und zugehört. Und wie bist du mit den Einwänden umgegangen? Also ich nehme mal an, auch da gab es irgendwelche Einwände, die auch ganz konkret kommuniziert wurden. Du hast zwar gut zugehört, aber dann doch in den 20% Redeanteil dann eventuell doch das Richtige gesagt, dass du dann die Einwände sozusagen, Die Einwände ausgeräumt. Ja. Nee, in dem konkreten Fall, also wie gesagt, Der Kunde hatte einen Bedarf für ein bestimmtes Thema und ja. Man hat's halt, das meine ich halt auch, also wichtig ist ja nicht nur, dass du, also diese 80-20-Regel, ich hatte auch schon Gespräche, da habe ich deutlich mehr geredet, weil der Kunde einfach wahnsinnig passiv war. Also das kannst halt auch so nicht sagen. Was halt wichtig ist, ist, dass keiner steht auf das bei PowerPoint, also wenn du da kommst und irgendwie eine Präsentation hinklatschst, die dann auch noch entsprechend lange dauert, vor allem wenn der schon eine konkrete Frage gestellt hat. Dann würde ich halt die Zeit eher nutzen und auf die konkreten Themen des Kunden eingehen und ihn da einfach abholen. Und wie gesagt, das Wichtige ist, was du auch in diesen 20% oder 50%, wie viel auch immer sind, was du da sagst. Und wenn du eben klar machen kannst, dass du da der Richtige bist, dann gab es an der Stelle keine Einwände. Vielleicht hätte ich teurer sein müssen, dann hätte ich welche gehabt. Ja, wahrscheinlich. Das ist ein guter Punkt. Du warst zu billig und deswegen gab es keine Einwände. Ja, und das ist einfach das perfekte Beispiel wieder, wo ich immer wieder sage, da unterscheidet sich das, was wir machen und das, was ich mache schon seit Jahrzehnten im B2B-Vertrieb, also so einen klassischen B2C-Vertrieb hätte ich auch wahrscheinlich nie machen wollen. Ja. Letztendlich Einwandbehandlung als solches, was ja ein Riesenthema ist, da draußen gibt es Kurse, was weiß ich alles, da geht es nur um Einwandbehandlung und werden irgendwie millionenfach verkauft. Die findet letztendlich eigentlich im B2B-Vertrieb so gesehen, brauchst du das gar nicht. Weil es geht letztendlich um zwei Dinge. Es geht um eins, Bedarfsermittlung und im zweiten Kompetenz-Matching oder Kompetenzermittlung. Ja, die Kompetenzermittlung macht der potenzielle Kunde, der Prospect, und die Bedarfsermittlung, die machst du als potenzieller Dienstleister oder gemeinsam mit dem Kunden. Ja, und wenn das matcht, dann hast du eine Win-Win-Situation und
Und das ist eigentlich dann der Akquiseprozess als solches. Wenn du es nötig hast, hier 15 Minuten lang Einwände zu behandeln, dann ist vielleicht dieser Match schon gar nicht vorhanden, nicht gegeben und dann zur Folge wahrscheinlich auch eine eher mittelmäßige Delivery. Und das schadet dann deinem Geschäft wahrscheinlich auch mittel- bis langfristig, wenn du halt nicht das abliefern kannst, was dort der Bedarf, also wenn du den Bedarf einfach nicht abdecken kannst, es sei denn, du bist irgendwie so ein Wizard und holst dir schnell irgendwie die Experten oder sowas. Aber dann hast du wieder andere Probleme, kommt wieder andere Bredouillen, Vorfinanzierung, Resourcing, Recruiting und so weiter, wird unter anderem, by the way, bemerkt, auch in unserem Skalierungskonsulting ausführlich beschrieben. Da kannst du dich gerne bei uns mal melden und bewerben. Und ja, du wolltest gerade noch was sagen. Habe ich schon gemerkt. Ja, aber du hast es dann letztendlich selber beantwortet. Also diese Einwandbehandlung, das ist ja immer so ein bisschen, ja... So